Im Kunsthistorischen Museum kann man ab sofort wieder auf Tuchfühlung mit Gustav Klimt gehen, und zwar auf der Stairway to Klimt, einer Brücke, die die Besucher näher an die 13 Gemälde der Jugendstilikone im Stiegenhaus des Monumentalbaus bringt. Die Gemälde sind normalerweise aus ca. 12 Metern Entfernung zu sehen, sind unglaublich beeindruckend. Natürlich sofort erkennt man die Hand von Gustav Klimt, aber mit dieser sogenannten Klimtbrücke wollen wir es unserem Publikum ermöglichen, Aug in Aug mit Gustav Klimt sein zu können. Diese Bilder, die sozusagen auf Fernwirkung bedacht waren, aus der Nähe studieren, erleben und genießen zu können. Normalerweise liegen die beachtenswerten Schätze, mit denen sich der spätere Malerfürst im Stiegenhaus des Museums verewigte, außerhalb der Reichweite des Besucherauges. Das absolut Atemberaubende ist, dass diese Bilder noch im Originalzustand sind. Sie sind niemals einer Restaurierung unterzogen worden, war auch gar nicht notwendig, weil sie tatsächlich die vergangenen 127 Jahre in perfektem Zustand überdauert und überlebt haben. Das ist etwas, was man gar nicht vermuten würde. Und noch etwas ist ganz unglaublich, dass diese Bilder, die wie gesagt auf Fernsicht konzipiert sind, wenn man ihnen gegenübersteht, absolut standhalten. Wenn man sie sozusagen aus Armlänge Distanz betrachtet, sind sie von einer unglaublichen Delikatesse und man hat wirklich das Gefühl, sie sind auch, sie sprechen einen so direkt an, als wären sie immer für die Nahansicht gedacht. Und das ist eigentlich etwas ganz Unerwartetes, und so haben wir tatsächlich Gustav Klimt neu für uns entdeckt und sozusagen fast ein bisschen neu dazugewonnen in unseren unglaublich großen Bestand von Kunstwerken. Bereits zum 150. Geburtstag von Klimt im Jahr 2012 gewährte die Klimtbrücke den besten Blick auf den vom jungen Malergenie zwischen Säulen und Arkaden gestalteten Bilderzyklus. Es gab dann nachher, nachdem wir die Brücke abgebaut haben, immer wieder Anfragen, wird die denn wieder kommen? Wir haben es nicht gesehen oder es war so spektakulär. Und so haben wir uns eben entschlossen, anlässlich des Gedenkjahres zum 100. Todestag von Gustav Klimt diese 4 Tonnen schwere Brückenkonstruktion noch einmal aufzubauen. Dass man so etwas nicht ständig haben kann, liegt natürlich auch daran, dass so schön es ist, die Gemälde von Klimt aus der Nähe sehen zu können, ist eine solche Brücke doch ein empfindlicher Eingriff in das zitierte begehbare Gesamtkunstwerk. Klimt-Freunde haben diesmal bis zum 2. September die Möglichkeit, die Werke in luftiger Höhe aus nächster Nähe zu betrachten. Dann wird die enorme Brückenkonstruktion wieder abgebaut.